Wir werden nun lernen, wie man ein Programm richtig installiert und deinstalliert. Dafür brauchen wir zumal einen Browser. Ein Browser ist ein Programm, mit dem man auf das Internet zugreifen kann. Falls ihr Windows habt, dann sollte der Microsoft Edge Browser vorinstalliert sein. Dieser findet ihr meistens auf der Taskleiste, auf dem Desktop oder auch diesen könnt ihr mit dem Suchfeld finden, indem ihr zum Beispiel Edge oder ganz einfach Browser eingibt. Mit einem Doppelklick öffnet sich der Browser hier auf dem Desktop. Im nächsten Posten werdet ihr viele weitere nützliche Tipps zum Thema Browser erhalten. In diesem Beispiel möchte ich das Programm Zoom installieren. Dafür gehe ich zur Suchmaschine meiner Wahl. Ich persönlich empfehle DuckDuckGo oder Google. In der Adressleiste kann ich somit entweder duckduckgo.com eingeben oder google.com. Anschließend gebe ich Zoom Download in die Suchmaschine ein, um eine herunterladbare Datei zu finden. Ich wähle das erste Resultat aus und wie ihr hier seht, ist auch schon der Download-Button verfügbar für die Zoom-Applikation. Ich drücke auf Download und je nach Browser werdet ihr zuerst gefragt, was mit der Datei passieren soll, ob sie auf eurem Computer gespeichert werden soll oder nur ausgeführt werden soll. In diesem Fall wurde die .exe-Datei direkt heruntergeladen, und zwar in meinen Download-Ordner. So kann ich wieder den Windows Explorer öffnen, gehe zu Downloads, was der Standardordner ist für viele Programme oder für alles, was ihr von eurem Browser herunterlädt. Und hier ersichtlich ist die heruntergeladene Datei. Eine .exe-Datei, wie ihr hier seht, installiert das gewünschte Programm auf euren Computer, wie zum Beispiel Zoom. Ist das Programm installiert, brauchen wir die .exe-Datei nicht mehr. Deshalb, falls ihr gefragt werdet im Browser, wählt die Option Ausführen aus. So wird die .exe-Datei anschließend wieder entfernt. Die .exe-Datei könnt ihr nun mit einem Rechtsklick und Öffnen ausführen oder mit einem Doppelklick. Fast jedes Programm in Windows wird mit einer .exe-Datei auf eurem Computer installiert. Und das Vorgehen während der Installation ist meist gleich. Zuerst werdet ihr von Windows selber gefragt, ob ihr eine Änderung zulassen möchtet. Hier klickt ihr auf Ja. Anschließend wird je nach .exe-Datei werden weitere Fragen gestellt. Falls ihr keine speziellen Wünsche habt, dann klickt euch einfach durch. In diesem Fall wurde Zoom direkt installiert. Ihr seht nun, ihr könnt Zoom mit der Suchleiste finden und sie mit einem Rechtsklick zum Beispiel an der Taskleiste anheften. So erscheint Zoom hier unten und ihr könnt das Programm direkt ausführen. Wir wollen nun Zoom deinstallieren. Dafür könnt ihr im Suchfeld das Wort Programme eingeben. Ihr wählt das erste Ergebnis aus und kommt somit in den Apps und Features Einstellungen.
Hier seht ihr weiter unten alle installierten Programme auf eurem Gerät. Hier können wir nach Zoom manuell suchen oder direkt mit der Suchleiste eingeben. Wichtig ist, dass bevor wir weiterfahren mit der Deinstallation, sollte die zu deinstallierende Datei, das Programm, geschlossen werden. Dafür reicht ein Klick auf den roten Button. Nun können wir auf Deinstallieren drücken, dies bestätigen und Zoom oder das Programm wird automatisch deinstalliert. Auch hier können je nach Programm verschiedene Fragen gestellt werden. Ihr könnt euch auch hier einfach durchklicken. Das Vorgehen bei der Deinstallation bei den meisten Programmen ist somit gleich. Wir haben Zoom nun erfolgreich deinstalliert.